So, und damit wieder herzlich willkommen zu Mass Effect. Wir sollen auf die Brücke zu Joker, dass wir auf die Citadel können. Weil wir wollen dahin. Oh, was ist denn hier? Warum auf hier? Oh, bin ich hier richtig? Alter, wo bin ich denn hier? Hi. Hier verläufst du dich ja. Wieso gibt es hier keine Map? Hier ist der Navigator. Schön zu sehen, dass es Ihnen gut geht, Commander. Der Verlust von Jenkins war ein harter Schlag für die Crew. Oh, ist schon recht. Oh, cool. Wir müssen runter. Hier geht's. Was ist denn hier? Hier ist ein X. Achso, das ist die Galaxy. Kali. Hier müsste die Brücke sein. Oder? Ja, hier ist Joker. Und hier ist irgendwas. Was? Was ist denn das? Und wo ist es? Das ist Joker. Das ist mein Joker. Hier ist. Na gut. Gutes Timing, Commander. Ich wollte uns gerade in die Zitadell bringen. Ja, ja, das sagst du doch nur so. Das ist nur eine Ausrede. Ein Riesenteil, ey. Ohne Scheiß. Was für ein gigantisches Schiff. Die Ascension, das Flaggschiff der Zitadellflotte. Größe allein ist auch nicht alles. Warum so empfindlich, Joker? Ich will damit nur sagen, dass man auch Feuerkraft braucht. Allein ist auch nicht alles. Ja, ja. Sein Hauptgeschütz könnte jedes Schiff der Allianzflotte in Stücke reißen. Gut, dass es zu unseren Verbündeten zählt. Zitadellkontrolle, hier ist die SSV Normandy. Bitten um Landeerlaubnis. Bitte auf Freigabe warten, Normandy. Freigabe erteilt. Sie können mit dem Landeanflug beginnen. Ab jetzt übernimmt ein Allianz-Operator. Roger, Allianz Tower. Normandy out. Normandy, hier spricht der Allianz Tower. Bitte fliegen Sie jetzt das Dock an. Sieht schon krass aus, ne? Muss man ja mal sagen. Einfach nur krass. Das ist ein Skandal. Wäre eine turianische Kolonie angegriffen worden, würde der Rat reagieren. Die Turianer gründen keine Kolonien am Rande des Terminus-Sektors. Botschafter. Die Menschen waren sich der Gefahr sehr wohl bewusst, als sie die Traverse besiedelten. Und Saren, ein Spectre außer Kontrolle. Ich verlange eine entsprechende Reaktion. Es steht Ihnen nicht zu, etwas vom Rat zu verlangen, Botschafter. Wir werden uns in der nächsten Sitzung anhören, was die Zitadell-Sicherheit zu den Anschuldigungen gegen Saren zu sagen hat, aber nicht vorher. Captain Anderson, Sie haben ja Ihre halbe Crew mitgebracht. Nur das Landungsteam von Eden Prime, falls Sie Fragen stellen möchten. Ich habe die Missionsberichte. Ich darf doch davon ausgehen, dass Sie korrekt sind. Natürlich. Ist es Ihnen gelungen, eine Anhörung vor dem Rat zu arrangieren? Sie waren nicht sehr glücklich. Saren ist Ihr Top-Agent. Sie hören es nicht gern, dass er des Verrates beschuldigt wird. Okay. Er ist gefährlich.
Ja. Saren ist eine Bedrohung für alle menschlichen Kolonien. Wir müssen dem Rat irgendwie die Wahrheit vor Augen führen. Commander, Sie haben schon mehr als genug getan, um Ihre Kandidatur als Spectre zu gefährden. Die Mission auf Eden Prime war eine Chance zu beweisen, dass Sie Ihre Aufgaben erledigen können. Aber leider ist Nihilus jetzt tot und der Sender verloren. Das ist Sarens Schuld, nicht Ihre. Dann wollen wir hoffen, dass die Citadel-Sicherheitsuntersuchung Beweise für unsere Anschuldigungen findet. Ansonsten könnte der Rat die Sache als Ausrede nutzen, Sie aus den Rängen der Spectres rauszuhalten. Kommen Sie, Captain. Ich möchte ein paar Dinge vor der Anhörung besprechen. Shepard, Sie und Ihre Crew können uns im Citadel-Turm treffen. Auf der obersten Ebene. Ich werde dafür sorgen, dass man Sie durchlässt. Und genau darum hasse ich diese Politiker so. Okay. Dann haben wir es jetzt geschafft mit dem Gespräch. Hallo? Ja, schön. Ganz schön riesig. Ich kann die Aliens nicht von den Tieren unterscheiden. Ach. Warum ist er denn hier? Cool. So, gucken wir uns mal um. Es ist sehr friedlich hier. Wollen wir doch mal uns ein bisschen umgucken hier. Ich verstehe, was Sie sagen, aber diese Anschuldigungen sind eine ernste Sache. Bedauernd erklärend. Seid gegrüßt, Menschen-Commander. Leider bin ich gerade beschäftigt und darf mich nicht ablenken lassen. Sie scheinen sehr bedrückt zu sein. Kann man Ihnen helfen? Alarmiert nachfragend. Sie haben das gehört, nicht wahr? Es läuft alles falsch. Und schuld daran ist diese Asari-Konsortin. Sie hat die ganze Sache ausgelöst. Was hat die Asari getan, dass Sie so aufgebracht sind? Betroffen seiend. Ich kann nicht mehr über dieses Problem sprechen. Das alles ist eine Katastrophe. Sie hat meine Autorität als Diplomat korrumpiert. Wo kann ich die Asari-Konsortin finden? Wegbeschreibung gebend. Sie finden sie auf der anderen Seite der Brücke. Sie können ihre Räumlichkeiten nicht verfehlen. Auf Wiedersehen, Menschen-Commander. Der sieht aus. Ich denke, Sie haben sich verirrt, Erdenclan-Mensch. Ihren Botschafter finden Sie nebenan, in dem großen Büro. Tadelnd, zurechtweisend. Seien Sie nicht so unhöflich, denn Sie könnten sich zumindest vorstellen. Nun gut. Ich bin Dean Korlak, der Botschafter der Volos. Kann ich irgendetwas für Sie tun, Erdenclan-Mensch? Was ist das für ein Ort? Sie befinden sich in der Botschaft der Völker Volos und Elkor. Ihren Botschafter finden Sie nebenan in seinem eigenen Büro. In diesem Gemeinschaftsraum unterstütze ich die Volos-Bürger, wenn ich nicht davon abgehalten werde. Ich würde gern mehr über die Volos erfahren. Ich bin sicher, dass unsere Geschichte und Kultur Sie langweilen würden, Erdenclan-Mensch. Sie irren. Ich würde tatsächlich gerne etwas über Ihre Geschichte erfahren. Mein Volk kam zur Zitadellstation kurz nachdem die Asari und die Salarianer sie entdeckt hatten. Wir waren an der Etablierung der standardisierten galaktischen Ökonomie beteiligt. Doch trotz unserer langen Verbindung zur Zitadell und unseres Beitrags zur galaktischen Gesellschaft haben wir immer noch keinen Sitz im Rat. Erzählen Sie mir bitte von der Kultur der Volos. Wir sind ein Stammesvolk, aber nicht gewalttätig. Wir kaufen und verkaufen unsere Länder und Stammesmitglieder und mehren so unseren Reichtum. Größere Stämme übernehmen häufig kleinere, um sich dann später wieder aufzuspalten. Unsere Gesellschaft ist sehr flexibel und unsere Regierung befindet sich im ständigen Umbau. Da wir nicht über große physische Stärke verfügen, bieten wir unsere Dienste im Austausch für Schutz an. Was genau machen Sie hier? Ich versuche, die Interessen der Volos zu vertreten. Keine einfache Aufgabe, da der Rat es meistens vorzieht, uns zu übersehen.
tadelnd, zurechtweisend. Der Rat hat eine hohe Meinung von ihrem Volk. Sie sind ja so naiv. Der Erdenclan wird schon lange einen Sitz im Rat haben, bevor wir diese Ehre erfahren werden. Warum haben die Elkor und Volus keinen Sitz im Rat? Alle Völker müssen sich als geeignet beweisen, bevor sie einen Sitz im Rat bekommen. Aber das gilt natürlich nicht für den Erdenclan. Ablehnung zeigend. Ignorieren Sie den Volus-Botschafter einfach, Commander. Seine Ansichten entsprechen nicht der Wahrheit. Wirklich? Wie lange warten wir denn schon? Und wie lange sollen wir wohl noch warten? Es ist widerlich. Und es hat sowieso keinen Zweck, mit Menschen zu sprechen. Sie wirken immer so schlecht gelaunt und angespannt, Din. Die Menschen sind Neuankömmlinge auf der Zitadelle. Und dennoch scheint der Rat sie zu bevorzugen. Tadelnd, zurechtweisend. Ihrer Spezies wurden viele Zugeständnisse gemacht. Das Volus-Territorium hat sich verzehnfacht, seitdem sie auf Zitadelle sind. Na und? Nebensächliche Details. Wir haben immer noch keine Mitsprache bei Entscheidungen im Zitadellraum. Auf Wiedersehen, Botschafter. Ja, ja. Auf Wiedersehen, Erdling. Du hast mir schlecht gelaunt, gibt's ja nicht. Freundlich begrüßend. Es ist mir immer eine Ehre, einen Menschen willkommen zu heißen. Mein Name ist Botschafter Kaelin, zu Diensten stehend. Was möge ich heute für Sie tun können? Die hören sich an, die sagen immer vorher, wie sie denn antworten. Finde ich lustig. Warum leiten Sie immer ein, was Sie sagen werden? Mein Volk pflegt sich weniger durch Worte, als vielmehr durch Geruchssinn und leichte Bewegungen zu verständigen. Offen sprechend. Wir stellen fest, dass gesprochene Sprache allein nicht ausreicht, unsere Gefühle im Rahmen von Konversationen mit anderen Völkern zum Ausdruck zu bringen. Wozu diese Mühe, Kaelin? Den Leuten vom Erdenclan ist die Lebensweise anderer Völker doch vollkommen egal. Bedauernd. Dies kann nicht Ihre aufrichtige Meinung sein, Din. Sollte ich mich täuschen, empfinde ich tiefes Mitleid mit Ihnen. Erzählen Sie mir von Ihrem Volk. Echter Enthusiasmus. Ich erzähle gern die Geschichte meines Volkes. Ich teile unsere Kultur nur zu gern mit anderen. Erzählen Sie mir von der Geschichte und Herkunft der Elkor. Die Elkor hatten soeben damit begonnen, die Galaxie im Bereich des Zitadell-Sektors zu entdecken, als wir auf Asari trafen. Mit ihrer Hilfe fanden wir das unserem System nächstgelegene Relais und somit die Zitadell. Stolz gesprochen. Innerhalb nur einer Generation vermochten wir, eine reguläre Route zur Zitadell zu etablieren und eines der umtriebigsten Völker auf dieser wundervollen Station zu werden. Ich möchte gerne etwas mehr über die Elkor-Kultur erfahren. Ehrlich gesprochen, wir Elkor bevorzugen die Sicherheit und Geborgenheit unserer Kolonien vor den Unwägbarkeiten des Alls. Unsere Gesellschaft besteht aus kleinen, eng verbandelten Gruppen, wobei wir Gäste immer gern willkommen heißen. Unsere Regierung beweist hohe Kontinuität. Unser Volk schätzt keine plötzlichen Veränderungen. Was genau ist denn Ihre Aufgabe hier? In Bescheidenheit. Ich trage die Probleme und Wünsche der Elkor-Bevölkerung dem Rate vor. Ach was. Sie geben uns nur diese Positionen, damit wir stillhalten. Dem Rat sind unsere Völker doch ganz egal. Tadelnder Widerspruch. Ihr Tonfall ist unentschuldbar, Din. Diesen Menschen trifft keine Schuld für ihren Unmut oder ihre haltlosen, hysterischen Verdächtigungen. Okay. Auf Wiedersehen, Botschafter. Aufrichtig. Alles Gute, Menschen-Commander. Ihnen eine gelungene Zeit auf der Zitadelle. Der ist in Ordnung, der ist auch in Ordnung und du bist ein Arsch. Aha, der Erdenclan-Mensch. Was gibt es denn noch? Auf Wiedersehen, Botschafter. Ja, ja. Sie haben sich einen beeindruckenden See erbaut. Obwohl je jemand darin ertrunken das. Ist. So, okay. Von wo kamen wir denn? Von hier, ne? Oder? Ich geh mal hier lang. Du.
Ich laufe halt gern. Aha, jetzt bin ich hier. Willkommen im Präsidium. Ich bin Ihre Führerin. Willkommen im Präsidium. Mein Name ist Avina. Ich bin Ihre virtuelle Reiseleiterin auf der Tour durch diese Ebene der Zitadell-Raumstation. Sind Sie eine Person oder ein Programm? Ich bin eine vollständig interaktive virtuelle Intelligenz, die darauf programmiert ist, den Gästen in diesem Bereich der Zitadell-Raumstation eine spontane Einführungstour anzubieten. Sie können mich auch über die Präsidium VI-Terminals kontaktieren, wenn Sie Hilfe benötigen. Dann mal los. Sie stehen im Präsidium Tourismus Terminal 1. Auf der anderen Seite der Lobby sind die Botschaften der verschiedenen Zitadell-Spezies und das Hauptquartier des Zitadell-Sicherheitsdienstes. Am Ende dieser Ebene sehen Sie den Zitadell-Turm, in dem der Rat regelmäßig tagt, um Angelegenheiten von interstellarer Bedeutung zu besprechen. Ich möchte mehr über die Zitadell-Sicherheit wissen. Die Zitadell-Sicherheit ist das Sicherheits- und Exekutivorgan in allen Zitadell-Regionen, auch wenn die meisten Offiziere in den Bezirken arbeiten. Executor Palin, ein Turianer, leitet die Zitadell-Sicherheit im Moment. Aber Mitglieder fast jeder Spezies des Zitadell-Raums dienen unter ihm. Wenn Sie mehr wissen möchten, Executor Palins Büro befindet sich im Hauptquartier der Zitadell-Sicherheit gegenüber der Lobby. Erzählen Sie mir von den Botschaften. Jede Spezies des Zitadell-Sektors, die für würdig befunden wird, Einfluss auf die galaktische Politik nehmen zu dürfen, erhält eine Botschaft im Präsidium. Die Volus waren die ersten Ratsfremden, die vor etwa 2384 galaktischen Standardjahren eine Botschaft beziehen durften. Mit der Vergrößerung des Zitadell-Sektors kamen immer mehr Botschaften hinzu. Die neueste Botschaft wird von ihrem Volk unterhalten, den Menschen. Sie entstand vor 19 galaktischen Standardjahren, gegen viele Vorbehalte. Warum hat man versucht, meine Spezies außen vor zu halten? Einige Völker bemängelten, dass den Menschen eine besondere Behandlung zuteil geworden sei. Bevor einem Volk gestattet wird, eine Botschaft zu errichten, können Jahrhunderte vergehen. Der Rat hat sich seiner Entscheidung in dieser Sache nicht leicht gemacht. Am Ende wurde entschieden, dass der Einfluss der Menschen im Zitadell-Sektor groß genug war, um eine Botschaft zu gewähren. Und Sie? Halten Sie diese Entscheidung für richtig? Ich bin nicht darauf programmiert, ein qualifiziertes Urteil über solche Vorgänge abzugeben. Mein Programm ist auf einfache Auskunfts- und Interaktionsanwendungen ausgelegt. Aha. Warum waren die Volus die ersten, die eine Botschaft erhielten? In den Jahren nach der Gründung des Rates waren die Volus, neben den Asari und den Salarianern, die bevölkerungsreichste und verbreitetste Spezies im Zitadellraum. Sie haben viele neue Kolonien und Handelsposten gegründet und den Rat um eine größere Rolle in Bezug auf die interstellare Politik gebeten. Als Anerkennung für ihre Arbeit bei der Verbreitung des interstellaren Handels und der Stabilisierung einer standardisierten galaktischen Ökonomie erhielten sie eine Botschaft hier auf Zitadell. Ich find's interessant. Wissen Sie etwas über Spectres? Der Begriff Spectre leitet sich von der Ratsabteilung Special Tactics and Reconnaissance ab. Jeder Spectre wird vom Rat auserwählt. Ihre Primärrolle ist es, die Stabilität in der Galaxis zu bewahren und Situationen zu klären, in denen die normalen politischen Kanäle versagt haben. In dieser Rolle erhalten sie extraterritoriale Rechte und Vollmachten. Spectres unterstehen keinem Gesetz und keiner Autorität außer dem Rat. Okay. Was können Sie mir über den Zitadellrat sagen? Der Rat bestand ursprünglich aus Repräsentanten der Asari und Salarianer, der beiden dominanten Spezies im Zitadellraum. Vor etwa 1304 Standardjahren nahm man die Turianer aufgrund der Rolle, die sie bei der Kroganischen Revolution gespielt hatten, in den Rat auf. Seitdem bemühen sich diese drei Ratsspezies um das friedliche Zusammenleben der Völker der galaktischen Gemeinschaft unter Erhaltung der Souveränität der einzelnen Völker. So einfach kann es doch nicht sein. Irgendwo muss es Probleme geben. Ich bin nicht darauf programmiert, ein qualifiziertes Urteil über solche Vorgänge abzugeben. Mein Programm ist auf einfache Auskunfts- und Interaktionsanwendungen ausgelegt. Ja, ja. Okay. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Danke, dass Sie sich für Avina entschieden haben. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt auf Zitadell. Aha. Was ist das? Aha. Hallo?
Gehst du mal weg? Hallo? Dieser Ort ist ein wenig zu perfekt. Danke. Als ob sie was verbergen. Aha. Das ist ja richtig groß hier. Im Gegensatz zum dritten Teil ist das ja riesig. Sieht irgendwie cool aus, ne? Alter. Oh, ich darf hier schießen? Cool. Oh, geil. Alter, ist das ein Riesending. Das ist ja gar nichts. Mein Büro ist bereits 5-mal umgebaut worden. 5-mal? Aber warum? Was versprechen die sich davon? Ja, cool. Botschaften. Das ist ja cool. Dass du da so ein... Da so ein riesen Bereich hier hast, Alter. Ach, bin ich wieder hier. Oh, ja. Okay. Dass ich erstmal laden muss hier, das ist ein bisschen... Tja. Ach nee, hier war ich noch gar nicht. Hm. Und dann? Alter, wo ist denn das Bumm? Guten Tag, Commander. Zum Botschafter der Menschen kommen Sie über die Treppe. Es ist dann der erste Raum rechts. Sie wissen, wer ich bin? Ja. Ich erhalte Berichte über alle neu angekommenen Honoratioren und wichtigen Persönlichkeiten. Was ist das für ein Ort? Das ist das Präsidium. Genauer gesagt, der Bereich der Zitadellbotschaften. Bitte aktivieren Sie Avina, wenn Sie noch weitere Fragen haben. Was ist das? Avina ist die virtuelle Reiseleiterin für Zitadell. Sie können sie selbst über das Terminal aktivieren. Würden Sie mir Ihren Namen sagen? Und was genau ist denn Ihre Aufgabe hier? Mein Name ist Saphiria. Ich bin die Administrationsassistentin für die Botschaften. Sie scheinen recht beschäftigt zu sein. Die Botschaften sind das Zentrum der Zitadellpolitik. Das Vertreten der Interessen von Billionen von Bürgern bedeutet Arbeit. Dann. Ich muss jetzt los. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Es ist ja echt sehr umfangreich hier, muss ich schon mal sagen. Also kommt der dritte Teil nicht mit. Alter, hier verläufst du dich ja. Na, leck mich doch am Arsch. Ach, jetzt bin ich wieder hier. Och, ey, was? Ich glaube, ich muss runter. Wo geht's hier? Ah, jetzt bin ich wieder hier. Wo ist meine Botschaft? Kann ich noch etwas für Sie tun, Commander? Was ist das für ein Ort? Das ist das Präsid. Bitte aktivieren Sie Avina, wenn Sie noch weitere Fragen haben. Ich muss jetzt los. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Wo genau muss ich hin? Ich habe gerade nicht aufgepasst. Es tut mir irgendwie überhaupt nicht leid. Commander Shepard, ich hatte nicht erwartet, Sie hier zu sehen. Hat Botschafter Udina Sie geschickt? Mich schickt niemand irgendwohin. Ich brauche bloß einige Informationen. Diese Menschen, immer so neugierig, immer mit der Nase in anderer Leute Angelegenheiten. Ist das der richtige Ausdruck? Schon gut, vergessen Sie es. Gibt es noch etwas, was ich für Sie tun kann, Commander?
Ich habe das Gefühl, dass Sie die Menschen nicht besonders leiden können. Stimmt nicht. Ich traue Ihnen nur nicht. Noch nicht. Die Menschen scheinen in aller Eile an die Macht kommen zu wollen. Und sie sind schon weit gekommen. Wenn der Rat die Menschen als neues Lieblingsvolk ansieht, ist das ihre Sache. Aber ich kann mich nur schwer damit abfinden. Der Rat behandelt uns wie Bürger zweiter Klasse. Wir müssen um alles kämpfen. Umso besser. Dann kämpfen Sie darum. Aber erwarten Sie nicht von uns anderen, dass wir einfach zusehen, wie Sie sich alles unter den Nagel reißen. Ich bin ein beschäftigter Mann, Commander. Ich denke, das war's wohl. Was können Sie mir über die Spectres erzählen? Sie sind die rechte Hand des Rates. Zumindest Sie selbst sehen es so. Ich würde dem Rat nicht empfehlen, sich allzu sehr auf Sie zu verlassen. Was haben Sie gegen die Spectres? Ich habe etwas gegen alle Organisationen, die sich über die Gesetze stellen. Insbesondere stört mich, dass jeder einzelne Spectre entscheiden darf, wann er die Regeln umgehen darf. Auch Sie müssen sicher manchmal das Gesetz brechen, um die Leute zu beschützen. Ich arbeite seit 30 Jahren für die Zitadell-Sicherheit und ich musste nie das Gesetz brechen, um meine Arbeit zu erledigen. Nicht ein einziges Mal. Schon klar. Wir sollen wirklich glauben, dass keiner Ihrer Offiziere korrupt ist? Es gibt mehr als 200.000 Zitadell-Sicherheitsagenten. Einige von ihnen wechseln die Seiten. Aber wir nehmen die Korruption nicht willentlich in Kauf. Nicht wie die Spectres. Wir geben unser Bestes, um illegal agierende Offiziere aufzuspüren und zu bestrafen. Aber die Spectres müssen sich mit solchen Dingen ja nicht abgeben. Die Galaxie ist auf Leute angewiesen, die die Drecksarbeit erledigen. Dem stimme ich zu. Aber deshalb haben sie keine Sonderbehandlung verdient. Wir müssen uns auf sie verlassen können. Saren ist außer Kontrolle. Wir beide wissen das. Aber weil er ein Spectre ist, will der Rat nichts davon wissen. Ist dies die Art, Leute, auf die die Galaxie angewiesen ist? Aber nicht alle Spectres sind wie Saren. Natürlich nicht, aber das Potenzial ist immer da. Erzählen Sie mir von der Zitadell-Sicherheit. Die Zitadell-Sicherheit übernimmt alle polizeilichen und sicherheitsrelevanten Aufgaben hier auf der Zitadell. Wir sind eine zivilrechtliche Abteilung der Regierung, aber viele von uns haben eine Militärausbildung absolviert. Natürlich muss ich als Repräsentant der Zitadell-Sicherheit vor allem dem Rat Rede und Antwort stehen. Erzählen Sie mir bitte von Ihrer Untersuchung über Saren. Tut mir leid, Commander. Ich kann Ihnen keine Details über eine unserer laufenden Ermittlungen geben. Ich habe das Gefühl, dass Sie die Menschen nicht besonders leiden können. Stimmt nicht. Ah, das hatte ich schon. Okay. Wenn der Rat die Menschen als neues Lieblingsvolk ansieht, ist das Ihre Sache. Aber ich kann mich nur schwer damit abfinden. Ich werde dann gehen. Auf Wiedersehen, Commander. Ich weiß immer noch nicht, wo die Dings ist. Ich krieg hier eine Macke, hier verläufst du dich echt, ey. Ist ja übelst. Oh, was ist denn hier? Was für ein seltsamer Ort. Wenn nur ein paar mehr Menschen hier wären. Ich kann diese Gerüchte nicht glauben. Was wollen Sie? Oh, Commander. Kann ich irgendetwas für Sie tun? Entspannen Sie sich, Private. Dies ist keine Kontrolle. Ja, tut mir leid. Was kann ich für Sie tun, Commander? Was können Sie mir über die Azari-Konsortin sagen? Sie ist eine Azari, die hier als... Nun, sie hilft Leuten mit Dingen. Cool. Ah, Fredericks. Sie sind nie zu ihr gegangen, was? Nein. Ich nicht. Ich konnte es mir nicht leisten. Es kostet ein halbes Jahresgehalt, nur mit ihr zu reden. Können Sie mir wenigstens sagen, wo ich sie finde? Sicher. Jenseits der Brücke zu den Botschaften. Danke. Viel Spaß noch. Richten Sie nicht zu viel Unheil an. Das werde ich. Spaß haben, meine ich. So tief, Alter. Ich habe keine Zeit für einen Schwatz. Ich bin sehr beschäftigt. Barmann. Hallo, Commander. Was kann ich Ihnen anbieten? Was gibt es denn? Vor allem Informationen. Würden Sie gerne etwas über interessante Orte in der Nähe erfahren? Was ist denn hier so los? Die Botschaften haben Sie ja schon gesehen. Hier ist nicht besonders viel los. Jenseits der Brücke sind die Bank, das Emporium und Shaira. Wenn Sie sie noch nicht kennen, wird es Zeit. Vorräte bekommen Sie auf den Märkten eine Ebene tiefer. Und Unterhaltung finden Sie im Flux und in Koras Nest. Wer ist Shaira? Die Konsortin. Sie kümmert sich um Kunden, die sich ihre Dienste leisten können. Die meisten Diplomaten und Botschafter waren schon einmal bei ihr. Sie ist eine sehr mächtige und respektierte Frau.
Erzählen Sie mir vom Flux und von Koras Nest. Also im Flux geht es um Spiele und Tanzen. Jedenfalls ist da mehr los als hier. Koras Nest ist eine andere Geschichte. Dort ist es viel lebendiger und auch tödlicher. Okay. Auf Wiedersehen. Bis dann, Commander. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. So, jetzt haben wir viel Zeit hier verbracht und ich würde sagen, an dieser Stelle schießen wir jetzt mal eine Runde. Warum? Ja, weil ich es kann. Nein, an dieser Stelle machen wir Feierabend und wir sehen uns morgen wieder.